Moin zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und in der letzten Ausgabe haben wir unsere ersten Fußstapfen hier im Altusplateau betreten. Auch wenn man jetzt auf der Karte jetzt nicht wirklich viel sieht, aber wir haben schon tatsächlich hier dieses Areal da schon mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, sind dann auch auf die Ruinen des Parfümeurs gestoßen, wo wir schon gut Loot einsammeln konnten, insbesondere halt Parfümflaschen und einen Talisman passend zu denen. Und direkt darunter gibt es aber noch die entstellte Katakomben und diese werden wir jetzt in Angriff nehmen. Wir gucken uns das an, gucken mal, was uns da erwartet. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen angenehm sein wird. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt so einfach sein wird. Gerade weil die Gegner hier, also die wirken eigentlich erstmal machbar. Man kriegt auch schon ganz okay Ruhen. So um die 400, 500 pro Gegner. Deswegen, ist nicht schlecht auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Um die wir uns jetzt kümmern dürfen. Okay, schläf weiter! Wow. Okay, wo kamst du jetzt gerade her? Das kam jetzt aber mächtig überraschend. Was seid ihr denn für komische Hä? Okay, diese Gegner, die sehen sehr, sehr komisch aus. Also, die haben hier Reptilienschwanz, dann irgendwie was um die drunter herum. Die haben Bestienfüße. Seid ihr Mischling vom Mischling oder was? Okay, aber diese Gegner hatten wir bisher auch noch gar nicht. Okay, die sehen ein bisschen weird aus. Sehr, sehr komisch sehen sie aus. Mal gucken, ob es da undurchsichtige Wände gibt, die es zu schlagen gilt. Nö. Okay. Dann können wir ja erstmal weitergehen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Herbeirufungsstatue, die wir nutzen könnten. Ey, was sind das für komische Gegner? Oh. Okay, der ist hier mit einer richtig krassen Axt ausgerüstet. Macht hier einen auf Henker. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass man den ausweichen kann. Angriffsmäßig. Beziehungsweise blocken. Yep. So, das haben wir jetzt auch am eigenen Leib erfahren. Gut, da bin ich leider nicht mehr im Rhythmus ausgewichen. Aber gut, der Schaden, der hält sich erstmal noch in Grenzen. Das ist jetzt noch nicht so wild. Wir könnten hier auf jeden Fall runtergehen. Es gibt da noch so ein Unterebene, die wir uns auch nochmal anschauen können. Ich glaube, eine Gräberteillilie. Ja, ist halt eigentlich total blöd, dass meine Facecam jetzt immer permanent im Weg ist. So dass man da nicht genau hinsehen kann, ob es jetzt eine Gräberteillilie oder eine Geisterteillilie ist. Aber Stufe 5 ist schon ganz ordentlich. Und können wir eigentlich auch schon mal einen guten Satz gebrauchen. So, einmal Sternenlicht bitte zum Mitnehmen. So. Ich gehe mal nochmal auf Nummer sicher, ob es da wirklich jetzt keinen Geheimgang gibt. Nö, aber sieht eigentlich erstmal ganz clean aus. Na gut. Dann geht's runter. Ich bin eigentlich eher schon fast dran gescheitert, dass ich da irgendwie den Angriff ein bisschen blöd ausgewichen bin. Und tschüss. Goodbye. Jo.
ist er selber ins ausgesprungen. Also da kann ich jetzt nichts für. Fast wäre ich auch selber mitgegangen, ey. Oha. Der ist hier mit einem richtig heftigen Schwert hier ausgerüstet. Eigentlich könnten wir den jetzt von oben hier schießen. Das machen wir auch, glaube ich mal. Ah, es sieht mir auch jetzt nicht wirklich nach einem dieser komischen Mischlinge aus. Ich habe eigentlich keine Beschreibung, was das für Gegner sind hier. Also keine Ahnung. Es sieht mir, glaube ich, eher nach einem Ogre aus, oder? Eigentlich würde ich ja am liebsten jetzt gerne hier aus der Ferne ausschalten, weil die sind schon ein bisschen ziemlich gefährlich. Warten wir mal, bis er sich erstmal beruhigt hat. Vielleicht kehrt er dann wieder in seine Ausgangsposition zurück. Nein, tut er, glaube ich, nicht. Ja gut, dann gucken wir mal, ob wir ihn von der anderen Seite hier fertig machen können. Ah, jetzt können wir wieder. Konnte ich doch vorher anvisieren. So. Gibt es erstmal eine geballte Ladung. Bam! Schön. Schön auf die 12. Und der Arme, der kann einfach nichts dagegen tun. Eigentlich ist das schon unfair. Dafür ist aber auch hier unsere Fertigkeitenpunkte so zu verschwenden. Das Blöde eigentlich an der ganzen Sache ist nämlich jetzt, kann ich jetzt leider nicht so oft ins Visier nehmen. Jetzt wieder. Weiß jetzt nicht, was davon gut ist. Wir können nochmal mit dem Großbogen. Aber vielleicht ist Steinschleuder ein bisschen... Eigentlich nicht. Okay, Steinschleuder ist richtig schlecht. Steinschleuder ist richtig schlecht. Nee, dann waren wir schon mal mit dem Großbogen eigentlich ganz gut. Bedient. Wir können auch einfach mal mit der Mondschleierfähigkeit hier uns vorarbeiten. Ich wäre jetzt ungern bei dem Ogre jetzt in den Nahkampf reingehen, weil, wie gesagt, der kann uns schon echt gefährlich werden. Das hat man, glaube ich, auch schon oft genug gesehen. Auch wenn er jetzt natürlich nicht viel Leben hat, aber trotz alledem, ich bin da mittlerweile schon so gebrieft, dass ich da gar keinen Gegner mehr unterschätze. Und lieber aus der sicheren Ferne. Boah, den haben wir das aber jetzt mal gut erwischt. So, einmal Himmelstränen bitte. So, und dann noch einmal und dann bist du Geschichte hier. Und zack. Ja. Brauchst jetzt aber nicht unbedingt hier in die Tiefe zu stürzen. Das wollte ich jetzt ebenfalls nicht. Also was haben denn die Gegner eigentlich immer so ständig für Probleme, dass sie da irgendwie sich freiwillig in den Tod stürzen wollen? Eigentlich müsste es eher uns passieren, aber gut. So, nächste Überraschung, oder? Nö. Diesmal haben wir zwei von den komischen Viechern hier. Ah ne, wobei, diesmal haben wir auch noch ein Schoßhündchen.
Find's aber voll geil, wie die einfach immer so tun, als wären sie tot, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Okay, One-Shot. Oha! Was? Der gibt uns einen Kopfnuss? Was sind das für komische Angriffstechniken, die sie drauf haben? Nicht nur, dass sie irgendwie so total hässlich aussehen und keine Ahnung, aus welchen 6 bis 8 hier Wesen sie stammen. Die greifen jetzt auch noch teilweise unorthodox an. Oh, nein, das wollte ich nicht. Hoppla. Verwechsel auch immer irgendwie gerade so die Tasten in letzter Zeit. So. Okay, einer geht hier rein. Interessant. Yep. Oha, ja, es sind einige. Ohoho, das sind aber einige. Ich überlege jetzt gerade, wohin läuft der jetzt lang? Sag mal. Hey. Geht's dir gut? Du brauchst jetzt aber auch nicht hier zu springen, ja? Ah ja, das waren die beiden, die wir aus Versehen hier bezwungen haben. Okay, der Ogre sieht aber irgendwie genauso ähnlich aus wie die Blunden hier. Aber da oben bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Okay, interessant. Hier haben wir auf jeden Fall ein Tor, der wird sich aber jetzt erstmal nicht so einfach öffnen. Er ist von einem Gerät versperrt, alles klar. Ne, da gibt es ja auch tatsächlich irgendwo eine undurchsichtige Wand, die wir jetzt aufknacken müssen. Ist jetzt nur die Frage, welche? Oder vielleicht müssen wir auch tatsächlich hier runterspringen, da wo die ganzen Echsen-ähnlichen Viecher hier sich totgestellt haben. Aber jetzt wirklich in diesen Kampf zu gehen, da sind schon einige hier. 1, 2, 3, 4 Stück. Es wäre eigentlich schon ganz klug, wenn wir die irgendwie... die so aus der Ferne ausschalten. Ja, genau. Ja, oh. Das war jetzt nicht klug. Gut, dass es hier keine 10 bis 15 Gegner sind, die hier jetzt einfach mal so aufstehen. Flugscheusale. Ach so, so heißen die Viecher. Okay, irgendwie trotz alledem ein total weirder Name. Nur so by the way. Flugscheusale. Na gut, Scheusale sind die auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall hässlich. Und die stellen sich auch permanent tot. Also, solange wir sie nicht irgendwie angreifen oder beziehungsweise solange sie... Ja, egal. Die sind so weird. Diese Viecher sind so weird. So, einmal hoch. Ah, und da kommen wir zum Hebel. So, irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Das ist wunderbar. Und mir gefallen gerade die Geräusche nicht, die wir jetzt soeben gesehen haben und gehört haben. Oh, ein Redekopf. Verzeiht. Okay, das müssen wir mal ausprobieren. Das muss jetzt gemacht werden. Sagt mit menschlicher Stimme verzeiht. Tonskulptur, die Waage einem Menschenkopf ähnelt.
Okay, Menschenkopf. Ich weiß jetzt nicht so recht, ob das wirklich so einen Menschenkopf widerspiegelt, aber... Okay. Lassen wir es mal so in den Raum stehen. Ein wehmütiges Totem, erfüllt mit den Stimmen und Worten einer ewigen Reise. Was? Okay, tiefer männlicher Stimme habe ich gehört. Einmal Ruhenbogen. Nett. Das ist die Frage. Noch mehr Scheusale oder nicht? Weil es hat sich nicht nur eine Tür geöffnet, es hatte irgendwie aber auch schon so ein bisschen den Anschein gemacht, als wären da noch mehr Gegner, die jetzt irgendwie vermöbelt werden müssen. Ich dachte vielleicht so aus der Riege, weil da liegen ja noch ganz schön viele, wäre der eine oder andere aufgestanden. Mich wundert es aber allgemein, dass wir bisher sehr, sehr gut durchgekommen sind. Also irgendwie habe ich so ein bisschen meine Bedenken, ob wir nicht gerade schon doch ein bisschen overpowered wirken. Ja gut, aber wenn man da vorher den Drachenhügel ja schon mal sich vorgenommen hat, dann naja, ist man ja schon ein bisschen stärker als sonst, würde ich sagen. Aber kommt auch uns zugute, weil da haben wir zumindest mal eine Phase, wo es mal ein bisschen ruhiger jetzt ist. Ja, und in dem nächsten Moment kommt da gleich ein Bossgegner, der uns dann eh wieder auseinandernehmen wird. Ich kenne das schon. Das ist Elden Ring. Das ist typisch Elden Ring. Da wird gleich wieder so ein Gegner aufploppen, der da uns hier komplett hier den Ass versohlen wird. Das weiß ich doch jetzt schon. Was? Stopp, 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 stopp. Hä? Löwenartige Scheusal und Parfümeurin Tresia? Okay. Das ist komisch. Ja gut, die Parfümeurin können wir eigentlich locker besiegen. Gut, die ist schon down. Und jetzt noch das löwenartige Scheusal. Ja gut. Oh! Okay, das war nicht schlechter Angriff. Boah, der hat aber auch eine richtig heftige Range. Na komm. Ja, sehr schön. Nein! Nee! Oh Gott, ja, ich wusste es doch. Ah, obwohl wir beide jetzt besiegt haben. Oh, wir kriegen noch die Asche der Parfümeurin Tresia. Ja, super. Cool. Was soll das? Mann! Na toll. Also jetzt könnte ich theoretisch jetzt den ganzen Weg einfach mal runterlaufen. Okay, mit der Gegnerkombination bin ich echt ein bisschen überrascht, muss ich schon fast sagen. Also ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir jetzt auf diese Arten von Gegner treffen. So. Ey, ihr Flugscheusale, wenn euch euer Leben lieb ist, ja, dann sorgt am besten dafür, dass ihr da jetzt nicht irgendwie, ihr wisst schon, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich euch jeden Einzelnen jetzt auseinandernehmen muss. Lasst es gut sein, okay? Ich will euch jetzt nicht mehr bekämpfen, muss ich nicht. So, jetzt darf ich erstmal meine ganze Ruhe erstmal zurückholen. Also wenn sie mich bis zum Ende hin verfolgen, ne? Dann kriegen die einen aufs Fressbrett, das sag ich euch. Okay, wir haben trotzdem hier die 9400 bekommen. Geil. Also ich werte das als einen ungefährdeten Sieg für uns. Okay, sind wirklich mir bis ans Ende gefolgt. Also Jungs, ich bin schon ein bisschen... Also respektabel, dass ihr mich da bis zum Ende hin verfolgt habt, aber... Ja, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Okay, man kann hier hinten auf jeden Fall reingucken. So, Wurzelharz. Das wäre jetzt aber, glaube ich, auch sogar ein guter Ort gewesen, um eine Todeswurzel hier zu...
verstecken. Aber nö, gut. Soll jetzt nicht wohl so sein, dann kehren wir mal kurz ins Eingang wieder zurück. Dann haben wir auch jetzt hier diese Katakomben eigentlich. Ja, eigentlich relativ easy gemacht. Also, dass wir jetzt einmal gestorben sind, das lag jetzt eigentlich eher nur daran, weil... Ja, es einfach ungünstig war in dem Moment. Also eigentlich wollte ich mich heilen, nur... Ja, man hat halt einfach die Reichweite vom Scheuseil ein bisschen unterschätzt. Das sieht geil aus. Boah, die Beleuchtung sieht da mal richtig nett aus. Ich glaube, das ist sogar... Bin mir nicht sicher, aber es ist hier schon das Karriereanwesen? Dass man da immer hier so die Panoramenbilder bekommt, ist schon sehr geil. Sehr schön. Wir haben auch, glaube ich, jetzt sogar genug Ruhen, um da jetzt mal ein Level aufzusteigen. Sollten wir gleich nutzen. So, das überspringen wir. Das haben wir nämlich schon geklärt. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ah, hier wäre nochmal Barrikas Statue gewesen. Oh. Sie ist jetzt erloschen. Also so von der Lichtstimmung her mag ich diese Gegend schon extrem, muss ich sagen. Auch mal zur Abwechslung mal was ganz, ganz anderes hier. Muss man sich ja oftmals jetzt nicht so viele Gedanken machen. Selbst sogar bei einer Schildkröte hier 600 Schaden verursachen. Na gut, das entfernen wir mal ganz kurz. Dann haben wir hier viele dieser Blüten, der großen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es sich lohnt, sie jetzt alle hier zu besiegen, Step by Step. Yep. Aber sollten wir vielleicht mal. Ja, zumindest, dass wir die einmal mitgenommen haben. Na? Eigentlich sind es immer die Sprösslinge, die da so ein bisschen mehr näher. Oh ja, super. Toll. Danke, dass ihr mich vergiftet habt. So, nochmal eine Menge Giftblüten, die wir mitnehmen können. So, jetzt muss ich mich einmal ganz kurz heilen. Beziehungsweise, Trick Nummer 1. Um uns vor Gift zu schützen, können wir einfach mal jetzt die bestialische Lebenskraft nutzen, weil das ist eigentlich ziemlich praktisch. Also gerade wenn wir dann in der Versuchung sein sollten, vergiftet zu werden, dann können wir uns damit, ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht unbedingt aktiv, aber uns so weit schützen, so dass wir jetzt nicht so viel Giftschaden davontragen, solange diese Regeneration hier existiert. Ich glaube, das ist sogar unsere Regeneration besser als unser Gift. Da wird ziemlich viele von diesen Blüten, muss man ja schon fast sagen. Zack, zack. Ein bisschen Miranda-Pulver. Hat ja nicht Schaden. Und bumm. Erledigt. So.
Können wir eigentlich unsere Regeneration verstärken, je öfter wir diese Fähigkeit einsetzen? Oh nein, das sind wieder diese Fallen. Das ist schon hart, also eigentlich schon fast frech, dass es immer diese Fallen gibt, wo sie sich einbuddeln und man diese im Endeffekt jetzt überhaupt nicht als Gegner wahrnimmt. Man trotzdem von denen vergiftet wird. Ja gut, ist halt die Frage, kriegt man jetzt überhaupt was von denen, wenn man jetzt alle hier in diesem Umkreis besiegt? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sogar nicht mal der Fall ist, dass man da überhaupt irgendwie was bekommt. Zumindest macht es jetzt nicht so unbedingt den Anschein nach. Ach komm, wir erkunden einfach mal die Gegend hier ein bisschen. Ich meine, es bringt mir jetzt auch nichts, hier jetzt die ganze Zeit hier diese Blüten platt zu machen, weil ich ja eh schon weiß, man kriegt jetzt nicht wirklich was von denen. Hausen da jetzt auch nicht unbedingt hier etwas, wofür es sich zu looten lohnt. Außer diese Schildkröte. Die ist praktikabel. Lilien von Trina. Oh, uns geht sogar in eine Höhle rein. Okay. Interesting. Wohin geht es? Höhle des Weißen. Okay, alles klar. So. Die Lilien von Trina haben wir hier. Ach ja, natürlich habt ihr doch mal was zum Bewachen. Sehr schön. Goldenes Glühwürmchen. Ja, gucket mal. Das sind doch jetzt mal die Sachen, die ich gerne haben möchte. Aber irgendwie findet man ja auch sehr, sehr viele goldene Sachen. Also, das ist schon so ein bisschen die Farbe, die dieses Areal hier so bestimmt, würde ich schon mal meinen. Wir werden auf jeden Fall echt eine gute Weile hier im Altusplateau verbringen. Das ist schon safe. Hier geht's nochmal. Was willst du denn eigentlich? Hä? Wie strong bist du denn? Was war jetzt deine Mission gewesen? Scheiße, ich habe den da überhaupt noch nicht mal gesehen, hier diesen Kerl. Okay, da geht's wieder zurück zu den Ruinen, alles klar. Schon versucht hier mit seinem Speer hier anzugreifen. Dass der es überhaupt wagt, hier uns ja mal verletzen zu wollen. Nee. So einfach geht das nicht. Noch nicht. So. Sehr auch hier sehr schön klares Wasser sogar. Ja, dieses Gebiet ist echt sehr cool gemacht. So, da waren diese Fallen. Hier diese Sprosslinge, die können wir eigentlich mal mitnehmen, weil gibt einem schon ein bisschen was an Runen. Da waren wir ja schon, genau. War ja diese eine Leiche gewesen, von der wir da jetzt das goldene Glühwürmchen aufgenommen haben. So. Aber den Rest lassen wir mal. Wir verschonen die Gegner. Wie gesagt, die bringen mir keinen Mehrwert jetzt unbedingt. Dafür lohnt sich die Höhle des Weißen da schon ein bisschen umso mehr. Mal gucken, was uns da hier in der nächsten Ausgabe erwartet.
Und ja, dementsprechend wäre ich raus hier mit dieser heutigen Folge von Let's Play Elden Ring hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten und falls euch diese heutige Ausgabe gefallen haben sollte, dann lasst gerne eine Bewertung für dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits oder auch ein Abo auf dem Kanal, um keine weiteren Videos hier zu verpassen. Ich wäre an dieser Stelle raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dahin und haut rein.